Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dying Light. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu Jade bzw. zum Museum, wo wir hin sollen, um dort Jade zu finden, die von Rais verschleppt worden ist, nachdem wir jetzt die Nebenmission gemacht haben und eine mega geile Waffe bekommen haben. Ich möchte es nochmal zeigen. Und zwar die hier, eine, wie heißt es, Anti-Gardoiden-Waffe, die eigentlich wirklich gar nichts kann, außer diesen coolen Effekt machen letztendlich. Hört sich nach mega geil was an, aber es macht halt einfach wirklich gar nichts, die Waffe. Aber auf jeden Fall, es war eine coole Nebenmission, auch wenn es ein bisschen umsonst war, weil wir halt wirklich nur dieses Ding hier gekriegt haben, was uns nichts bringt. Macht aber nichts. Wir werden jetzt einmal dementsprechend zu Jade gehen und schauen mal, ob mir Rais die, vielleicht die andere Hand auch noch abpacken können. Mittlerweile hat er ja dank uns nur noch eine Hand. Und ja, wir hacken ihm noch die andere ab, dass er sich nicht mehr in den Arsch abwischen kann und dann sind wir eigentlich auch zufrieden. Oh. Mahlzeit. Oh, habe ich mein... Oh, ich habe mein Sturmgewehr dafür abgelegt. Nee, jetzt. 184er? Ah, 243er. Ich wollte gerade sagen, ich kann wohl nicht... Kann wohl nicht sein. Hätte doch viel Besseres. So. Mal und Zeit. Meine Freunde. Inventar voll. Der wird gleich kommen. Ah, beziehungsweise... Oh, hat er... Hä? Hat sie in Luft... Habt ihr das gerade gesehen auf der Minikarte? Hat sich gerade in Luft aufgelöst. Wir nehmen Gräberkäfig... Wir nehmen Hallo? Wir nehmen Gräberkäfig mit. So ist fein. Da wir das abgeben können und dann vielleicht den einen oder anderen neuen Überlebens... Überlebens... Ruhe ist hier im Karton. Hallo, ich glaube es... Stirb! Stirb, Kartoffel. Gibt's ja gar nicht. Ja, ich kann ausfallend werden. Ohne Hand und ohne Kopf. Man sollte sich nicht mehr anlegen mit mir. Ich habe ein neues Hackebeil. So, Freunde der untergehenden Sonne. Wir gehen jetzt weiter zu Jade, nachdem wir den kurzen Abstecher noch gemacht haben. Aber so ein Gräberkäfig, wenn das hier nur von zwei von Rais Leuten bewacht wird, kann ich das nicht liegen lassen. Das bringe ich einfach nicht übers Herz. Wir gehen jetzt einmal weit. Cool. Ah, hier war der, hier war das andere Ding hier. Bingo. Müssen wir. Ah! Ist das nicht. Das müsste. War das nicht der Museumswärter? Tagebuch. Hübscher Garten hier oben drauf. Nice. Gab's hier nicht auch einen Händler? Ah, bingo. Wir müssen erstmal nämlich das Zeug verkaufen, was wir jetzt alles eingesammelt haben. Was relativ viel ist. Und wir können uns wieder mit Munition auch eindenken. Wir brauchen Gewehrmunition, wir brauchen Pistolmunition. Und wir brauchen... Nee, Schrotflinte haben wir nicht verschossen. So, aber wir können erstmal das ganze Zeug hier verkaufen, was wir jetzt nicht brauchen. Das hier... Sturmgewehre. Das. Die behalte ich, die bringt auch nur 89. Das lohnt sich ja nicht mal, die zu verkaufen. Die können noch weg. Böller, Monofs Cocktails, behalten wir mal. 11 Edelsteine. Alter! 80.000 haben wir mittlerweile. Krass. Joa, lohnt sich, würde ich sagen. Okay, dann einmal weiter zur Mission. Tarek? Was wollen Sie? Wir haben nichts außer ein paar Essensresten hier. Ah, das war der Museumstyp. Keine Panik. Troy schickt mich. Troy? Dem Himmel sei Dank. Ich hatte keine ruhige Minute, seit ich den Kleinen hier aufgelesen habe. Er hat nur mich, aber ich bin nicht so gut mit Kindern. Deswegen bin ich nicht hier. Aber Troy hatte versprochen, jemanden zu schicken. Ich muss ins Museum reinkommen. Ins Museum? Aber Troy meinte, es würde Hilfe kommen. Sie hat es versprochen. Also, Tarek, Sie sagen mir, wie ich ins Museum komme und vielleicht kann ich Ihnen helfen, okay? Rais kontrolliert das Museum. Dorthin zu gehen ist Selbstmord. Nicht, wenn ich unbemerkt bleibe. Sie waren doch der Kurator, richtig? Da kennen Sie bestimmt einen Weg, wie man sich heimlich Zugang verschafft, oder? Haben Sie eine Tauchausrüstung? Nein. Schade. Es gibt einen Zugang im Smaragdteich, aber niemand kann so lange die Luft anhalten. Sie würden wahrscheinlich ertrinken. Wahrscheinlich ist nicht mit Sicherheit. Also werde ich es versuchen. Ich will nicht schwimmen. Okay. Ja, wir müssen schwimmen und jetzt kommt so langsam aber sicher die Missionen, die nicht mehr so ganz so toll sind. Aber naja. Gut, finden Sie den Unterwassereingang im Smaragdteich. Da hinten.
Okay, das hier ist, glaube ich, das müsste, glaube ich, das Museum sogar sein. Wenn ich jetzt nicht, ja, das müsste das Museum sein. Wir werden uns das Ganze jetzt mal ansehen, ja, tauchen. Wir müssen zwangsweise, wenn wir in der Quest hier weiter, oder in der Hauptstory weiterkommen wollen, müssen wir jetzt tauchen, auch wenn ich wirklich gar kein Fan davon bin, aber okay. Hier geht's ja leider nicht nach mir. Aua. So, dahin war ein Spucker, beziehungsweise ich habe einen hinter mir gehört, aber wir laufen jetzt hier einfach mal quer durch. Auf dem schnellsten Weg in Richtung Smaragdteich, dann, ja, tauchen leider Gottes und dann schauen wir mal, dass wir Jade einsammeln. Und Rais vielleicht auch noch irgendwie dabei, ja, zur Strecke bringen. Oder ihm zumindest sein anderes Patschhändchen abhacken. Man kann relativ lange weit laufen sogar, ohne dass mir ein Zombie näher rennt. Sehr nice. So, hier, hier, hier. 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 Cool. Ah, das sagen wir einer, ich hab's nicht drauf. Und das Ganze ohne Haken. Komm hier hin. So, Smaragdteich. Einmal schwimmen, danke. Übrigens, auch unter Wasser befindet sich gerne mal ein Krebaket. Also, gerade an so hier beispielsweise. Das wäre ja geradezu. Das wäre ja zu verlockend. Normalerweise kann nämlich hier unter Wasser gesehen auch ab und zu mal wirklich diese Pakete. Ah, ist es nicht. Ah, Unterwasseralge, die ich. Fertigungsteil. Wieso kann ich das nicht einsammeln? Ah, geht doch. Wir haben Unterwasseralgen gebraucht für eine Waffenmodifikation. Ich glaube, Gift war es. Sogar eine legendäre Waffenmodifikation war es, glaube ich. Das heißt, ich sollte vielleicht ein bisschen nach den Algen Ausschau halten. Damit ich da noch die eine oder andere bekomme. Ist das auch eine? Ah, Unterwasseralge. Sehr schön. Also die, rot oder so bläulich. Mir ist beides ehrlich gesagt recht. Dann sammeln wir die auf jeden Fall ein, dass ich mir vielleicht diese Modifikation bauen kann. Wenn wir hier schon mal schnell da sind. Wir haben ja momentan unser Hackebeil. Das werde ich jetzt noch eine ganze Weile benutzen können, ohne Probleme. Aber irgendwann kriegen wir auch da bessere Waffen. Und dann könnte ich das Unterwasserzeug hier auf jeden Fall brauchen. Ah, da ist ein offenes Krebaket. Sehr nice. Liegen hier noch eins? Ah, so ein Zwischengegner. Okay, das war es garantiert noch nicht, oder? Hallo, ihr müsst doch irgendwo ein Gro. Ah, wollte es gerade sagen. Ah, der ist verschwunden, okay. Komm hier. Die Schrotflinte war eigentlich ganz cool. Treffer. Treffer, Treffer. Irgendwie wehren die sich. Boah, Alter. Irgendwie wehren die sich auch nicht großartig. Ah, hier liegt das Paket dann dementsprechend. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn hier kein Paket ist. Die Spucker am Seitenrand sind gerade wieder verschwunden. Ich glaube, hier ist ein kleiner Bug im Spiel. Also kommt durchaus vor. So, zwei Schläge, dann ist so ein normaler auch schon ohne Probleme tot. Ein, wenn ich Kopf treffe. Ja, in Zeitlupe. Wunder, wunder hübsch. Oh, da hinten ist auch noch was. Aber wir müssen eigentlich, will ich hier fast nur dieses oder den Eingang finden zum Museum. Der müsste aber irgendwo. Irgendwo da in dem Berg sein. Sieht zumindest danach aus. Ist hier unten noch irgendwo eine Wasseralge, die wir mitnehmen können? Nein, da. Komm, wir nehmen die noch mit. Unter Wasser heilen geht, glaube ich. Ja, geht auch nicht. Hier war noch eine Kiste. Ich wollte gerade sagen, die stehen garantiert auf. So. Ich will sie ja nicht vor den Kopf stoßen. Ah Gott, ein schlechter Wortwitz pro Folge, sei mir bitte gegönnt. Sowohl in World of Warcraft auch als in Dying Light. Dying Light, nicht Dying Light. Dying Light wäre auch cool. Aber ich freue mich schon mega. Es kommt ja 2019, wohl Mitte 2019, so wie ich es bis jetzt zumindest mitgekriegt habe. Wenn ihr jemand andere Informationen hat, gerne korrigieren. Kommt wohl Dying Light Teil 2 raus. Der wird mega. Ich habe mir schon das ein oder andere Video dazu angesehen. Hammergeil, was die da fabrizieren.
Ist prinzipiell genauso wie der hier, nur nochmal um einiges komplexer. Man kann viel mehr verändern mit der Welt und so weiter und so fort. Und es ist einfach, es ist geil gemacht. So, ich nehme an, dass der Unterwassereingang auch wirklich unter Wasser ist. Bingo. Aber wir sollten, da es hieß, dass wir vielleicht nur dementsprechend genug Luft hätten, ja, sollten wir vielleicht nochmal Luft holen. Okay, und dann geht's jetzt schwimmen. Eine Disziplin, die ich in diesem Spiel nicht wirklich mag, aber okay. Was soll's? Wir werden es hoffentlich überleben. Hoffentlich. Es gibt hier unten, glaube ich, irgendwo Luftblasen. Sollte es zumindest geben, wo wir auch auftauchen können. Es wäre zumindest schön, wenn es denn so wäre. Na, bingo. Geht doch. So, und wir müssen hier so eine Art, ja, auch so, es ist eine Art Irrgarten, wo wir uns ein bisschen durch die Gegend suchen müssen. Und, ja gut, dabei halt eben nicht ertrinken, nach Möglichkeit. Aber es gibt ja auch Lootkisten. Auch unter Wasser wieder. Und logischerweise auch den ein oder anderen Zombie. Und auch Explosionszombies fällen mir gerade so ein. Sind hier garantiert auch wieder im Start. Oh, da ist eine Kiste. Da kommen wir bestimmt auch hin. Rais-Stützpunkt. Dann mal rein in die gute Stube, hätte ich gesagt. Troy wusste sofort, auf welches Museum sich Rais Botschaft bezog. Ursprünglich als Festung konzipiert, dient es jetzt in Sektor 0 als Rais Hauptquartier. Ich muss mir Zugang verschaffen, bevor Jade gefoltert wird. Oder noch Schlimmeres. Oh, okay, wir hätten für uns vielleicht beeilen sollen und nicht das 10 Nebenmissionen machen sollen, bevor wir Jade retten, wenn die auch hier gefoltert werden kann. Aber okay, mein Fauxpas, sorry. Hier liegt auch schon überall Blut rum. Und ja, schwimmen. Ja, es war leider nicht die einzige Schwimmerei. Das war auch relativ easy. Es wird noch komplizierter und blöder. Vor allem, ja, mit Zombie-Leichen und Fischen. Warum nicht? Und blutigen Leich. Hallo? Komme ich hier echt nicht drüber? Wieso nicht? Hä, ich muss dort. Ich komme doch da drüber. Na also. Wieso hing ich jetzt fest? Ich sollte aufpassen. Kann er irgendwie schneller schwimmen? Ich glaube nicht. Zumindest ist die Sicht halbwegs okay. Okay, da komme ich auch drüber. Die Leiche kann ich hoffentlich wegdrücken. Ja, sehr schön. Wir brauchen Luft. Luft! Luft! Ich weiß nicht, ob wir dann erst Energie verlieren oder ob er direkt stirbt, wenn der Balken am Ende ist. Ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht herausfinden. Gott sei Dank. Ob wir dann wirklich nämlich gleich drauf gehen. Naja, nochmal schwimmen. Alles Roger. Schön durch die Zombies. Gott sei Dank leben die nicht mehr, weil man unter Wasser eh nicht kämpfen kann. Wäre das ein bisschen arg, ja, bescheiden, würde ich es nennen. So, nächste Schwimmerei. Der Gute kann aber verdammt lange die Luft anhalten. Also ich wäre schon 10-mal ersoffen, glaube ich. Aber der macht es echt gut. So, dann geht's da lang. Die Fische sind eigentlich, die Fische sind gar nicht so schlecht animiert für das, dass es eigentlich fast nie Fische gab bis jetzt in den Wässer, in den Gewässern. Eigentlich ganz nice. Allgemein die Grafik ist bei, bei Dying Light haben sie auch, glaube ich, nochmal eins draufgesetzt, was die Grafik angeht. Ja, Gott sei Dank. Okay, und jetzt heißt es klettern. Ja, schwimmen war noch nicht genug. Wir müssen jetzt auch noch eine Runde klettern. Warum nicht? Ja, komm. Kannst du die hier nicht festhalten? Geht doch. So, dann hierhin. 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 Kann ich meinen Haken einsetzen? Blöde Frage. Nicht so wirklich. Okay, dann halt die, die normale Kletterpartie. Haken lässt er mich leider nicht einsetzen. Scheiße! No! War ja klar, dass das jetzt passieren muss. Okay, hier werden auch wieder Rais Männer, höchstwahrscheinlich. Troy? Ich höre dich. Ich bin drin. Das war der einfache Teil. Ich hoffe, das ist dir klar. Danke für die aufmunternden Worte. Ich sag's nur, wie es ist. Viel Glück. Ja, motivieren kann die Frau echt super. Das ist ja der Wahnsinn. So, okay, kann ich hier? Nee.
Die sind zu erschöpft, um den Wurfhakenarm zu benutzen. Ganz toll. Okay, ja, man soll hier klettern, man darf hier nicht mit dem Haken arbeiten. Gut, dann kletter ich halt, wenn es denn sein muss. Beziehungsweise springe ein bisschen durch die Gegend. Ich bin mal gespannt, ob Zombies oder Raismänner. Ich glaube, es ist so eine Kombination aus allem, wird es werden. Und mal wieder so eine kleine Parcoursstelle auf jeden Fall auch dabei. Und. Alter, selbst nach all diesen Monaten kann ich mich nicht daran gewöhnen. Hey, du da! Oh Mist. Da bist du ja. Okay, hauptsächlich Raismänner, keine Zombies. Okay, das ist schon mal gut. Dann nutze ich die Schusswaffe. Und wir kriegen wieder Gewehre ohne Ende, Munition ohne Ende. Und ja, ich glaube auch, das ein oder andere Gräberkit würde wohl auch drin sein. Beziehungsweise der ein oder andere schöne Loot. Hier war eine Bühne. Wahrscheinlich auch Swatson & Son Construction Company. Okay, nee, nicht mal, diesmal nicht die Saran-Spiele. Vielleicht mal die Taschenlampe ausmachen. Okay, jetzt geht's ab, glaube ich. Wir sehen uns wieder. Jo. Letztes Mal hast du mir was genommen. Jetzt habe ich dir was genommen. Zum Handeln ist es zu spät, Reis. Ich verschwinde hier mit Jade oder mit der einen Hand, die du noch hast. Überleg's dir. Du kannst nicht einfach fordern, sie zu haben, Crane. Du musst sie dir verdienen. Los! Go, go, go! Da bist du ja. Okay. Los geht's. Oh, alter Diamantgranaten. Ernsthaft? Okay, die Schweine am Handgranaten. Das alles, was du zu bieten hast? Schwieriger. Ich kann den ganzen Tag so weitermachen. Ach, sag das doch nicht. Da bist du ja. Wieso? Was? Oh! Alter! Wieso musst du das auch sagen? Das ist so unklug. Ist das Panzerglas? Das hat wehgetan. Wie, der lebt noch? Okay, einer noch, oder? Boah, geil, man kann die... Alter, geil! Man kann den Fernseher runterschießen? Arme Jade, sie ist so einsam ohne dich, Crane. Sie wartet schon auf dich. Hol sie dir. Okay, erste Welle, beziehungsweise ersten zwei Wellen haben wir. Dass sie mit Hand... Tut mir leid, das muss gerade sein. Sowas wollte ich immer schon mal in einem Museum machen. Geil! Eins, zwei, drei. Ah, ja. Ja, ein bisschen Spaß muss auch sein. Ja, die ersten zwei Wellen von Raismännern haben wir besiegt. Wir müssen, glaube ich, irgendwie nach oben, oder? Kann das sein? Problem ist, dass sie mit Handgranaten werfen. Das macht es jetzt nicht unbedingt einfacher. Wo geht's denn hier nach oben, bitteschön? Nee, hätte mir auch gewundert. Wo komme ich denn hier nach oben? Ist hier denn irgendwie eine Treppe? Vielleicht da... Nee. Da ist zu, hier ist zwar offen. Ah, Munition. Munition ist voll. Nee, das ist aber auch nur eine... Ja, das ist auch nur so eine Fake-Tür. Da hinten sind noch zwei. Wie komme ich da hoch? Ja, Haken geht nicht. Klettern? Ernsthaft? Ich mein... Ja, okay. Scheiße. Okay. Au. Oh, okay, nicht mal au. Wie komme ich denn da?
Na hallo? Wieso gibt's hier keine Treppe? Das ist ja voll scheiße. So, jetzt aber. Okay, dann halt so. Wahrscheinlich gibt's eine Treppe. Ich habe sie nur nicht gefunden. Kann natürlich auch sein. Kommt vor. Okay, Gewehre ohne Ende. Hier könnte ich jetzt auch aussuchen, welche Gewehre beispielsweise besser sind. Aber ich glaube, das lassen wir mal. Au. Ja, komm. Was ist los? Zwei Schuss, zwei Treffer. Nice. So, hier gibt es garantiert doch irgendwelche Dinge, die wir klauen können. Oh, sorry. Ich kämpfe nach wie vor noch mit einer Erkältung. Ganz kleinen Moment, bitte. So, nach wie vor leider Erkältung, deswegen etwas verschnupft. Und deswegen, ja, ich habe die Mute-Taste nicht mal so schnell drücken können, wie ich niesen musste. Okay, die nächste Party beginnt, glaube ich, hinter diesem Tor. Ich würde sagen, für die Folge war es das Ganze. Dann kann ich mir die Nase putzen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Wir retten Jade, wir werden hier weitermachen. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir noch ein Gefällt mir für die Folge da. Und ja, das war's dann erstmal mit Dying Light. Bis die Tage, macht's gut.